Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Heute wieder eine Massenaufnahme hier. Maru, du bist noch in grün, ne, by the way. Ja, ich klicke grad los. Achso, okay. Mit Sunny. Hallöchen. Kaden. Hallihallo. MacManius. Guten Abend. Rutter. Ein wunderschön. Und Maru, wie man ihn vorhin schon gehört hat. Ja, hi. So. Und jetzt sind wieder alle weg. Genau. Ja, und tschüss. Eine Frage in die Runde. Eine Frage in die Runde. An Kaden und Mac. Habt ihr mich beklaut? Nein, immer noch nicht. Was? Ach, nee, falsch rum. An Maru und Mac. Was? Ich hab dich nicht beklaut. Okay. Ja, okay, gut. Das dann nimmst du das nächste Haus leer, Kaden. Dann sind wow, eure Häuser schon... Das vor der Aufnahme? Einfach so, weil, weißt du... Willst du mich jetzt schlecht machen? Ach, hast du mich beklaut? Ich bin ehrlich. Ernsthaft jetzt? Ja. Wegen halt nach Liebe. Ja, du hast dein Haus unsicher gelassen. Ey, what the fuck, ich wusste nicht mal, dass du das bist. Es stand ein Haus außerhalb der Safe Zone, was einfach nicht sicher war. Und ich bin rein und es lag so unglaublich viel Nützliches drin. Aber, Niscario, ich hatte recht. Es konnte nur Team Rot in dein Haus. Du weißt aber schon, dass meine Ärzte gesichert waren, ne? Das weißt du schon. Inwiefern gesichert? Der Raum war zu. Es war keine Tür zu dem Raum. Die Räume darf man nicht aufbauen. Moment. In dem wir waren nur dem Hauptraum. Es war durch Dirt gesichert. Du bist ja durch die Dirt durchgewandt. Das ist ja keine Sicherung. Okay. Doch, ist eine Sicherung, weil man sieht, dass es gebaut wurde von mir. Also das ist dann wiederum... Aus Dirt? Also, dass es von dir war, dass es von dir war, ist... Nee, nicht von mir, aber es ist unbekannt gewesen. Man weiß, dass es dann gebaut war. Weil stand ein riesiges, nicht definierbares Konstrukt auf einmal mitten neben ja, der Safe Zone. Ja, aber das ist ja dann klar, dass es nicht. Das ist ja dann klar, dass es nicht selbst entstanden ist. Ja, aber wenn ich jetzt ein Haus baue und baue das mit Cobblestone rundherum, dann kann ich mich genauso reinbuddeln. Das ist ja auch nicht verboten. Nee, darfst du nicht. Natürlich. Nein, darfst du nicht. Genau das hat Alu ja aber gemacht. Es ist aber nicht aus Cobblestone meins. Meins ist aus Chisel. Und das wird nicht selbst. Der Boden war aus Erde. Ja. Ich könnte sogar jetzt hingehen und deine Kiste ist von unten sogar benutzbar. Ja, nee. Die Kiste ist mir egal gewesen, aber die Kiste, die. Ich habe auch nicht also geholt. Nicht, ganz kurz, aber ich war nicht in einem Steingebilde. Ich war nicht mal in deinem Haus drin. Und das Steingebilde, das war zerstört. Da war nichts mit irgendwie gesichert. Ja, doch. Nein, da guckst du dir doch an. Achso, wo bist du? Ich bin dir diese mal vorbei. Du kannst mir mithelfen, das Ding aufzubauen. Ich muss nicht alles allein aufbauen. Achso, da kann ich auch sogar mitmachen. Ich wusste nicht, dass es deins war. Es stand einfach nur. Ja, einen kannst du sogar schon platzieren. Nee, du kannst schon zwei Stück kannst du schon platzieren schon. Wo denn? In deinem Haus dann? Ja, genau, da hab ich's gebaut, weil ich war der angefangen hat und dachte mir, wenn ich schon so weit laufen muss, dann baue ich's auch hier hin. Alter. Jo. Mac. Ja. Mach mal meine Tür zu. Ah, hier. Okay. Wo wohnst du denn? Das heißt, ein Tesseract muss wahrscheinlich zwischen die beiden okay, Spawner warte, rein. Leute, richtig. Ich, hast du das Video nicht angeguckt, oder was? Ich kenne da so eine Internetseite, die nennt sich YouTube. So, der andere muss da dran. Ja, und dann? Ja, dann schön mal hier Tesseract hin. Hier, genau, davor. Und mach das, was ich versprochen habe. Der andere muss nach oben, aber ich weiß noch nicht, wie ich das oben zumachen muss. Was denn? Hast du jetzt einen dazwischen gebaut? Geheimnis. Nee, hast du noch nicht, ne? Einen hier zwischen, genau. Geheimnis. Na, dann mach das. Okay. Wenn du meinst, dass das... Aber einer muss nach oben, aber oben ist noch nicht gebaut. Das ist von dir. Ja, dann gib mir mein Zeug zurück. Ich bin schon mal. Das ist gar nicht so einfach. Dann gib mir wenigstens die Dinkers Construct Sachen zurück, die ich hatte. Mein Rapier oder so. Dein Rapier habe ich hier. Den kannst du haben. Dein Rapier habe ich hier. Brother? Ja? Aber weißt du... Willst du das Hühnchen? Schau mal. Aber guck mal. Wie kann man das denn scheren, Alter? Wie gesagt, wenn man nicht weiß, das ist dann immer schwierig. Ich komm mal rüber. Ich brauche mal eben Ender im Safari-Netz. Warte mal. Noch eine Spitzhacke in Rose? Nee, ich hab keine Enderperlen mehr, verdammt! Eine Spitzhacke? Achso, warte, Moment. Alter, weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt mitgenommen habe, weil ich hab eine Pickaxe. Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige. Das möchte ich auch dazu sagen. Ich weiß ja auch nicht, ob ich der Einzige war, der da drin war. Also, wie gesagt, ich weiß nur, dass ich extra dafür gesorgt habe, dass hier das Steingedöns gesaved ist. Aber komm einfach mal, dann kann ich dir zeigen, was ich meine davon. Okay. Warte mal, die sind public, ne? Kann ich die dann eigentlich so ausfahren, rumfummeln kann? Aber ich muss das kann man sagen, unendlich scheren, das Huhn, oder was? Es gibt ja auch im echten Leben Strafmilderung, wenn man sich
kooperativ zeigt. Das kann man echt unendlich scheren, dann habe ich ja kein Wollproblem mehr. Ja, Alter, ja? Ohne Witz, ne? Ja, klar. Also das war die Idee. Es ist irgendwie so, Mac. Sauber, Alter. Ich will auch einen Huhn haben, aber ich bin ja, ja, die Strafe. Ich stell's dir in dein Haus. Die Strafe wäre eigentlich ein kaputtes Haus. Kann man die Hunde züchten? Ja, das ist echt so, ne? Du darfst sogar in meinem Gesicht. Ja, egal, ob du kaputtes Haus. Okay. Aber komm einfach mal. Kann ich mir auch einen Wollmilchhuhn bestellen? Halt, alle nicht durcheinander hier, meine Güte, ey. Das wird jetzt ein Huhn mit einem Pikachu-Hut. So, jetzt muss ich mir überlegen. Also wie gesagt, dadurch, dass das Haus nicht gesaved war, kann ich dir wirklich nicht sagen. Kann ich auch einen Ich kann dir gerne zeigen, was ich meine. Komm einfach mal kurz her, bitte. Ja, ja, ich sag nur, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war. Wie viele Obsidianhuhn am besten? Ne? Ich weiß nur, der eine Raum, wo meine Ärzte drin waren, der war gesichert und die waren leer. Moment. Das finde ich halt ein bisschen scheiße. Man sieht, dass es nicht von alleine hergekommen ist, also gebaut wurde, und man darf nichts, was irgendwie gebaut wurde, man darf sich nirgendwo durchbuddeln. Das stimmt ja so nicht. Du darfst dich, wenn es quasi keine gebaute Blockwand ist, es ist halt nur Erde. Ja klar, aber es war ja nicht... Ja, ja jetzt schon, komm kurz rein. Ja, aber das ist immer noch nicht gesichert, nur mal so zeigen. Doch, ist es. Ach, jetzt hier, okay. Ist es. So, pass auf, und jetzt... Den Raum meine ich, den hier. Ja. Der war aber nicht so, wie er jetzt ist. Nee, der war mit Dörr zu. Ja, ja, aber trotzdem ist das sicher. Maru, soll ich dir dein Huhn ins Haus stellen? Bei dir ja, ins mach Haus? Das, mach das da rein. Weil bei dem kann man sich nirgendwo reinbauen, außer wenn du schon in dem Gebilde bist. Und das ist nicht... Oh, mein Master's darf. Oder Alter, du hast sogar meine Dracheneier geklaut. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich mag Eier. Ja, das glaube ich nicht. Muss der kommen? Aber warte denn? Mal, ich bin ja... Warte was? Mal, ich hol dir noch ein paar Erze. Was denn? Dinger hier. Schön. Achso, hier kommt noch der Rest hin, der dann quasi die Dinger abfangen, genau. Ja, welche Kiste sind die? Bitte? Welche Kiste sind die Netherdinger? Netherdinger, was willst du jetzt von mir? Der Ender, Obsidianblöcke. 4, 5. Jetzt komme ich wieder in der Aufnahme hier zu gar nichts. Obsidianblöcke, was das ist was? Doch Mist. Alter, in welcher Aufnahme hast du mir das geklaut? In der letzten, die du gemacht hast? Diese scheiß Dinger! Nee, das ist schon länger her. Okay. Achso, also was wolltest du jetzt her von mir? Obsidian, ich will mitbauen. Achso, hast du die Obsidian rausgeholt aus meinem Lager? Ich weiß nicht wo, in deinem Lager, muss ich einfach reingehen dürfen. Ja, Alter, ich gerade gesagt, hier kannst du einfach rein. Weißt du, wie ich geraged bin, Mac? Weißt du, wie das Lager funktioniert hier, ne? Ja, ich hab's über eins. Musst du schisseln, aber ich bin so richtig geraged. Das ist, glaube ich, rechts oben, dieses Kristall ist das, glaube ich. Kristall Obsidian. Was? Du hast jetzt nur Light Obsidian im Block, Kriegtikor. Ja, klar, hab ich aufgenommen. Hä? Das müssen wir mal angucken. Und der Schlüssel ist oben rechts, ist das irgendwo. Ach, Mac, das ist ja der Amethystfarben, der drin steht. Weißt du, was ich sofort gesagt habe? Nee, den habe ich gerade nur gespawnt, weil ich einen Safari jetzt brauchte. Ich dachte, da ist er sicher, wenn er da steht. Alter, der es war, ich springe dessen Haus in die Luft, egal was kommt. Meine Obsidian-Farm ist hier oben, wenn der gucken willst, komm mit. Zeig ich dir. Ich hab selber eine. Im Endeffekt ist der gemein von mir, weil du gibst mir ja mein Zeug wieder zurück. Hier, also hier wird geschmolzen. Ja. Du hast gerade Level verloren, ist egal. Das war einfach. Nicht viel wahrscheinlich. Wenn du noch höher gehst? Aus irgendeinem Grund habe ich 32 Level, frag mich nicht warum. Hast du gekriegt? Ich habe 32 Level jetzt, das habe ich bekommen von dir. Das Karin, bist du daheim? Okay, back mal wieder. Ich bin da, lass ich drin spawnen. Ja, warte, ich komme zum Haus. Als manuell mit Betankfüllung, aber nur was wenn ich will. Was spawnt da drin? So, komm mal runter hier. Sag mal, fehlt mir jetzt Level? Ich wollte einen Huhn vorbeigehen. Hast du vorher auch so viele Level oder hast du nicht so viele? Ein Huhn. Ich hätte, glaube ich, weniger Level. Ein Huhn? Aber ich kann. Ich schicke mal ein paar rein hier. Ja, das ist gut. LOL! Hast du Wolle? Ist ja eh für den Spawner dann, ne? Alter! Die Level brauchst du nicht für den Spawner, ne? Dafür ist er halt auf der anderen Seite, die Lizenz. Einfach mit einer Schere, oder was? Achso. Es gibt sogar Milch, das Huhn. Was? Ein lebendiges Tier ist wieder voll. Bitte, schau, dass es nicht wegläuft. Schau bitte kurz, dass es nicht wegläuft. Also, so. Warte, ich kann es auch nochmal einfangen. Hast du jetzt den Obsidian raus? Ja, komm her. Das ist schwierig, zwei Gesprächen zu folgen hier. Entschuldige. Da. Ich hol mir selber Obsidian. Sorry, Leute. Wann soll es denn? Wie da? Wie war's da? Obsidian. Achso, das kommt in der Kiste an. Achso. Genau. Ist das richtig Obsidian? Oh, das nein, das ist ja für den Boden. Falscher, okay. Nimm einfach, ja, der richtig ist nimm Obsidian, hast du eine Schüssel? Nee. Dann mach ich das sowieso machen, warte mal, ich hol mal eben. Dankeschön. 200 Obsidian einfach mal. McManus, hast du auch noch so ein Ruhm? Warte mal, hast du das jetzt rausgenommen? Ich hab alles rausgenommen, ja, aus der Luggage. Ja, hier ist noch eine Felle. Alter! Das ist aber nein, geklaut. Nein, der Tank war mir. Ach, egal, wo ist die Einfüllung? Was machst du denn mit den Tanks? Du kannst den Tank gerne wieder haben.
So, Tanks sind für mich nicht nötig, also ich brauche nichts wirklich was mit. Also ein bisschen wieder haben. Ich schmeiß ja immer raus, kriegst du sie dann. Nimm mir noch kurz raus aus der Truhe da. Das ist aus dieser hier, wo ich gerade alles aufgehört habe. Ich habe einen Villager gefunden, der für 9 Gold einen Emerald aufstockt. Das Problem der Sache ist, dass nur der letzte Befehl warte, ist da. Ich gebe ihm wieder in die Luggage. By the way, ganz kurz, Mac. Hm? Du hast auch Souls, das wollte ich nachgucken, mir den falschen Rapier gegeben. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ah. Definitiv. Hier machen wir das so zu, würde ich sagen. Moment. Der muss komplett. Du weißt, wie das Ding aussehen muss, ne? Ja, schmeiß mal her. Grob ja, aber nicht mehr genau. Weil meiner hatte kein Auto-Repair. Ich glaube, hier machen wir zu, jetzt machen wir quasi einen nochmal drauf und lassen wir die Schleim das Spawn hier in die Lava-Belt fallen. Ne? Dankeschön, das war meiner, hast du recht. Das heißt, hier muss man auch noch zumachen, ne? Ja. Dankeschön. Genau. Aber warte mal, hier unten. Hallo! Ich weiß nicht, welche Höhe. Ich glaube, das ist die Höhe hier. Warte mal, ist das ein Doppelwand hier? Ne? Ja, müsste eigentlich. Die Welt und Nordwand müssen so doppelt sein, glaube ich. Weil hier muss noch eine Kiste hin und ein Item-Projektor. Die war ich gerade am Bauen eigentlich. Okay. Maru? Ja. Wo seid ihr jetzt? Ich hab Verrass am Haus bauen. Darf ich mir das mal anschauen? Klar, komm vorbei. Mac, danke, dass du mir alles zurückgegeben hast. Ja, kein Thema. Bei Frame also da, wo Frame vorher war, genau. Ich bin einfach so geraged, ne? Das kann ich mir vorstellen. Die habe ich auch nicht rausgenommen gehabt, weil ich dachte schon, das würde sich überraschen. Da du von dir aus, wo ist Rattas Haus? Maru? Ja, von meinem Haus Diamant aus, das ist ja halt im Süden. Stone. Okay. Ja, wenn ich jetzt wieder wüsste. Guck mal, das dachte ich jetzt so. Ist der Spawner, muss der so viel Platz haben? Nein? Denn? Alter, was ist das für ein Hühnchen, Alter? Das ist geil, oder, das Hühnchen? Ja, Mann, das gibt endlos Wolle. Das ist ein bisschen Imber. Das habe ich heute alles gemacht, innerhalb von 3 Folgen. Ein Mobspawner ist ein Zombie gespawnt. Also, ich feier das gerade irgendwie. Ah, ich darf da keine Rainforest Strongbox hinstellen, ne? Die ist ja dann gesichert, ne? Die kannst du auch öffentlich machen und oder theoretisch so halb privat. Also kannst einstellen, wer ran darf. Also kann ich da auch Sachen rauspumpen, ganz normal. Achso, ja. Ja, okay. Ich glaube, hier zubauen ist richtig, oder? Warte, ich guck gleich. Okay. Wo ich weitermache. Nachdem wir jetzt das alles geklärt haben mit meinem Haus und mit den gestohlenen Dingen da, kehrt wahrscheinlich auch wieder Ruhe in die Aufnahme ein. Und da willst du machen, oder ich weiß nicht, ob man einen höher muss. Ich glaube, das kannst du machen. Aber ich will mal irgendwas ausprobieren. Wenn ich hier meine Fackel hinschmeiße, dann ist sie weg. Okay, passt. Mir fällt gerade so eins auf, ne? Da ist sie, okay, passt. Dani? Ja? Ach, du lebst noch! Okay. Wenn du da bist, ist es schwer zu reden. Nee, ich hab mir gerade total Sorgen gemacht, weil sie einfach noch nie geredet hat hier gerade in der Folge. Doch! Okay, das bedeutet, wenn du das dazu machst, müssen wir diese Reihe, warte mal, 3 hoch, ne? 1, 2, 3. Hier, die Reihe Obsidian muss weg. Okay. Da muss nämlich Soulcent hin. Da wollte ich immer noch gucken, ob ich Soulcent habe. Mann! Oh, McMillan ist raus. Ich hab nur 12 eingesammelt. Mein Minecraft hat sich gerade einfach geschlossen. Wer hat Soulcent? Was? Ich hab nur die Soulcent gehabt, wie ich für Wizard brauchte. Ja, oh, ich hab eine Pattern gefunden. Wie geil ist das denn? Hier sind ganz viele gute Vorlagen drin. Achso, in einem Zombie? Ja, da gibt's sogar eine nur da in erhebliche Vorlage, wenn du Glück hast, mit der du einen Cutlass bauen kannst. Genau, ein Full Guard. Ein Cutlass? Wenn du Full Guard findest, dann unbedingt behalten. Ja. Was ist denn geht's? Es laggt. Worum geht's gerade? Es gibt eine spezielle Tinkerscraft-Waffe, die du nur in Dörfer findest. Ja, stimmt. Cutlass ist doch noch stärker als Cleaver, ne? Fullguard-Pattern! Nee. Ah, du hast einen Fullguard-Pattern? Ja, es gab noch irgendwas, was noch besser ist, glaube ich. Irgendwie so. Was? Hab ich mal gehört. Alles mitnehmen. Ascheblock, wo gibt's denn hier Soul Sand? Ich will nur Ascheblöcke. Hier. Das Fullguard-Pattern auf jeden Fall mitnehmen. Da ist Soul Sand. Ja, hab ich. Wo ist denn jetzt meine Knabberkiste? Und ich habe mir vorhin noch Wolle einfach mühselig hergestellt, indem ich Schafe spawnen lassen habe. Achso, ich habe einfach ein Baumwollfeld. Ja, habe ich auch, aber da kommt immer so wenig bei rum. Ja, wie hast du denn das Chicken eigentlich gemacht, Karten? Du hast DNA? Du kannst Schaf-DNA Woody nehmen, dann kannst du jeden Objekt eigentlich, was die Gene bekommen kann. Aber auch einen Spieler, du könntest auch einen Spieler scheren, wenn du das unbedingt willst. Ah ja, stimmt ja, das kann man ja auch mit Pilzsuppen machen, ne? Das du kannst ja auch pilzig geben und milchig. Alter, endlich kann ich. Sorry für den kleinen Cut, Leute, da geht's weiter. Ich kann mir endlich ein Haus aus Wolle bauen.
Muss das jetzt eigentlich die Wand weiter hochgezogen werden? Muss noch ein bisschen breiter werden? Ich komm gerade hier hin. Oh, wie geil, ich hab einen Villager, der für 16 Volley ein Emerald gibt. Ey, außenrum kannst du ruhig zu bauen, das ist kein Problem. Du musst aber denken, bis auf das letzte ist es halt nicht unendlich, ne? Doch, ist auch unendlich. Du musst es halt immer nur mit dem letzten wieder freischalten. Ach so, okay. Ja. Muss da drin eigentlich Licht sein? Er hat ja auch noch. Oder spawnt da nicht alles? Ne, wir lassen machen da drin kein Licht, ne? Ist ja egal, wenn da was Fremdes drin spawnt. Kann ja auch sterben. Kannst ja da in ein Fenster lassen, wo wir reingucken können. Das hole ich mir noch raus. Das ist es in dem einen, handelt ja auch Weizen gegen Diamanten? Der eine, den ich immer benutzt habe für meine Emerald. Weißt du, was ich war denn cool von dir gerade fand? Das gibt's doch gar nicht. Neben Frame. Also ich glaube, hier müssen wir noch eine Obsidian hochziehen, ne? Weiß auch gerade nicht, wo Frame ist. Ja, Frame. Da außen? Ja, da muss auf jeden Fall eine hin, ja. Das ist jetzt mein Haus. Ich mal das. Bei der Knabberkiste kann man diese Luggage verlieren. Oh, der Grinder hat ihn getötet. Ich bin schon mal bei Lenz. Ich glaube, die Luggage teleportiert sich automatisch über die Tür. Die spawnt dir irgendwann nach. Aber ach, das scheiße. Das kann dauern. Und wenn du ausloggst, dann dauert es richtig lange. Laggt der Server gerade? Ja, ein bisschen. Ja, okay. Guten LP. Was mit guten? Nee, da bei dem Haus bin ich gerade. Aber das Haus ist in der Safe-Zone, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, danach muss einen hoch. Ich war der einzige Typ, der nicht in der Safe-Zone gebaut hat. Okay. So. Und ihr seid die Einzigen, die bestohlen wurden. Richtig. Danke für die Erinnerung. Danke. Oh. Ja gut, aber wo man sagen muss, dass du es leichter gemacht hast als Karten. Warum denn? Du lässt offen stehen alles so draußen. Lüg doch nicht, ey. Wir waren dann vorhin nochmal gestern mit Team Grün nochmal da, die hätten auch alles rausräumen können, weil du von unten halt einfach reingehen kannst. Ihr wart gestern mit Team Grün in meinem Haus? Nein, an deinem Haus. Wir haben uns angeguckt und gesagt, wir hatten das hier gebaut, damit Liscario, da hat auch seine Kisten offen, dass da nicht rangehen. Aha, du sagst es ihnen auch noch. Was bist du für ein Pisser? Ich hab noch einen Folger-Pattern gefunden. Also hier machen wir mal eine Tür rein, würde ich sagen. Irgendwo müssen wir mal später reinkommen. Alter, man kann aus Charcoal keine Blöcke machen. Das ist hier gibt's ganz viele und Pattern. Und ich hier auch zu machen, sonst kommt das fremde Team und klaut die Mob-Essenz. Das wollen wir auch nicht. Sag gar nicht. So. Ich will mal schnell mehr Obsidian, warte mal. Mach das. Oh, da unten fliegt jemand. Nein, nicht. Ein Haus wurde ja bemängelt. Da ist gerade ein Creeper auf einer Spinne geritten. Was, dein Haus wurde bemängelt? Maro, fliegst du gerade in deinem Haus? Mein Bunker, ja. Oh, Gott sei Dank. Dann hänge ich mich einfach an dich dran. Ich mein Schicken. Das Schicken und nicht töten, das ist wichtig. Nein. Ich mach nix. Gut. Ich hab ein Ei gelegt. War das Schicken eigentlich teuer? Also, ich meine jetzt aufwendig? Ich brauche die Maschinen herzustellen waren halt teuer, aber das Schicken an sich dann nicht mehr. Ach, Rata, ganz kurz. Ja. Weil ich gesagt habe, ich springe das Haus ja nieder und so weiter. Ich hätte gar kein DNT gebraucht. Ich habe den Geist gehen. Noch einfacher. Ja. Geht's ja nicht. Wo ist mein Huhn hin? Ist mir jetzt erst aufgefallen, ey. Bin so klug, ey. So klug. Das ist ein Ninja-Huhn. K.I.L.U.K. Das Huhn hat sich in eine Lücke gezwängt und versteckt sich jetzt von mir. So, okay, Kaden, du meintest, ich darf mir von dir Lapis ausleihen. Ach so, ja. Nicht süß. Danke. Ach so, hab ich das gesagt, hä? Können wir noch Berrybüsche gebrauchen, Raza? Was? Berrybüsche können wir noch gebrauchen? Ja. Essenz-Berries. Ja, wir machen ja hinterher genug Mob-Essenz, aber klar kann man die noch gebrauchen. Dann müsste ich halt nochmal so. Mein Ding da oben ist voll, ich müsste halt nochmal so ein Ding aufbauen, aber das ist ja kein Problem. Darf ich bei dir reinmachen? Ja. So. Alter, meine Schere ist gleich kaputt. Oh. Ich bin am Rollen fahren, bis die Schere kaputt ist, einfach mal. Ich hab grad eine Nacht bei den Villagern. Ah, wir wollen ja gerade gleich wieder auf Tisch. Ob die Damen und Kunden vor Ort? Eine Donation Station. Bitte? Ein Hütchen haut ab. Loch. Du hast die Tür aufgelassen. Ich verstehe. Ich verstehe nichts, was wolltest du mir sagen? Weil er sie befeuert. Wo ist mein Huhn hin? Das ist runtergesprungen, oder? Ein Drachenei! Das müssen sie verhindern. Ach cool, Tut mir leid. Ich bräuchte noch eins. Ja, was bietest du mir? Ich hab den Huhn gebracht, dass unendlich viel Wolle hat. Was willst du mehr? Ich finde das ist schon gut, ja.
Stimmt, ja. Wozu hast du es eigentlich gebraucht? Also, ich meine, wozu hast du... Wolle. Wozu brauchst du... ich meine die Dracheneier. Auch wie süß. Witchery. Witchery, ja. Meins wurde mehr geklaut. Mit brauchst du Altar. Zufällig auch Necromancy oder so? Wo ist der? Fand ich uninteressant. Schade. Kann ich noch ein Hühnchen haben? Meins ist ja geflogen. Oh Gott. Er lässt einfach wegfliegen, ne? Ach Gott. Ich hab Link. Jetzt ich hab Kugel Link. Gepackt, könnte er nicht abgehauen. Ich hab Link als Hut. Wie cool. Cool. Es ist abgehauen. Das passt mal besser auf deine Hühnchen auf. Ja, ich hätte Besuch und der hat die Tür offen gelassen. Pass auf deine Chicken Wings auf, ey. Wo ist denn das hin? Ich hab gedacht, es ist Sommer, schönes Wetter. Du hast die Heizung aus. Kann man auch mal die Tür. Du hast gerade Frost getötet, du bist fies. Willst du Hexen? Warum tötest du Scarlet Frost? Was soll denn das? Wo ist das scheiß Hühnchen überhaupt hin? Ich hab es nur aus der Tür reingesehen. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es wirklich geflogen. Nee, die springen immer also nicht schön von Klippen. Eine Frage an euch jetzt nochmal. Und zwar, Kaden, du kennst dich aus damit. Maybe. Luck, du hast ja gesagt, umso mehr Lapis, umso schneller kommt man auf Fortune 3 hoch. Ja. Aber ach, egal wie viel Lapis man hat, man kriegt immer Fortune 3, oder? Ja. Okay, das bedeutet eigentlich, hätte ich auch nur ein... Also benutze ich einen Modifier für Lapis und den Rest für Redstone, damit ich schnell abbauen kann, ne? Das Beispiel? Oh, es laggt. Okay, dankeschön für die Info. Dankeschön. Maru, ich hätte ein zweites Hühnchen dabei, also wenn du das alte nicht findest. Ich will es ja trotzdem machen, kriegst du immer nicht ein blaues Hühnchen, das ist auch nicht schlecht, aber ich... Das ist ja eigentlich doof, aber die müssen erstmal checken, dass sie das Huhn scheren müssen. Die brauchen ja alle noch ein Redstone-Signal. Ah, shit, ey, jetzt muss ich die alle wieder abbauen. Oh. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo es hin ist. Also ich hab's aus der Tür rausrennen sehen und dann bin ich daher und dann war schon weg. So, jetzt habe ich keinen Modifier mehr. Ich mach gleich einen Raum, da schreibe ich drin, alle Eierlegende Wollmilchsau. Und dann denkst du irgendwo an der Decke, guck mal oben. Eierlegende Wollmilchsau. Wo ins Wohnzimmer denn tun, damit es gleich sicher ist? Nach unten in den Kistenraum, da kannst du nicht mal raus. Nach unten in den Kistenraum, also sprich ich da rein. Alter, ja. Das ist ja geil, Alter. Ich baue, glaube ich, mit meiner Tinker's Construct Spitzhacke schneller ab als mit meiner Effizienz 4. Ja, Alter. Wo bist du denn? Kistenraum ganz runter, so. Oder? Na, hier ist ich hab das Huhn! Ich hab das Huhn! Wo? Hier, komm her! Ich hab's Huhn! Ich hab's Huhn! Guck mal hier unter deine Farm! Unter die Kuhfarm! Da, in den Spalt da unten! Da rennt's! Da hinten ist um die Ecke gerannt! Siehst du's? Komm mal. Nein, ist es überhaupt nicht! Hier, hä? Stell dich mal hierher! Nicht durchsetzen. Ja? Wo bist du denn? Da hinten siehst du den Arsch! Das guckt da mit dem Popo hinten! Alter, brauchst du Adleraugen, um das zu finden? Ach da! Alter. Jetzt warum, hab ich's auch gesehen! Verwandelst du dich nicht hier in ein Bett? Ich bin zu intelligent. Ach scheiße, ja, ich bin darf auch ich das andere Bett. Huhn haben, was jetzt mitgebracht hast? Sunny? Ja? Kannst du hier hast du noch Enderperlen? Ja, kannst du haben. Nö, ich ja, finde das Biom irgendwie nicht. Wohin muss ich es denn abstellen? Kannst du jetzt meistens kurz hier reinschmeißen, was ich doch gemacht habe. So, dann spring ich da mal runter. Wir brauchen noch einen großen Schleim, ne? Nein, eben nicht. Glaube ich eingesagt. Na doch. Ist nicht in meinem Netz drin. Ne? Mal, hast, mein Netz hast du einen großen Slime oder einen Slime überhaupt in ach, so, ja, ich habe einen Blue Slime gesammelt irgendwo. Okay, der reicht auch, oder? Hm. Hast du in dem Safari-Netz schon noch was? Also kannst du jetzt bitte meinen Huhn da reinschmeißen. Dein Huhn ist schon unten. Achso, wo ist denn? Das, was ich jetzt habe, das ist jetzt das andere Huhn, das vorher da war. Das habe ich jetzt mitgenommen. Das kann ja McManus haben. Ah, da unten ist es, okay. Warum wartest du kurz, bevor du weiterfliegst? Ja, ich muss eh erst mal meinen Schleim mit finden. Mit voll weinender Stimme so. Warum wartest du kurz, bevor du weiterfliegst? So. Da unten. Voll am Heulen, ey. Ah, da, okay. Ja, es hat gerade geleckt, deswegen habe ich nicht gesehen. Mein Safari-Netz finden, wo mein Mammut, Triceratops. Hierher, oder? Woher? Ja, du kannst, wenn du möchtest, hier unten Tyrannosaurus, Sabercat, Pterosaurus. Oh Gott. Leicht verwinkelt die Bude. Ach ja, ja. Einfach du warst im Tropicraft-Mod, ne, wie es aussieht. Schön, schön. Ja. Man kann auch auf Spitzhacken neue Bude. Modifier draufschmeißen, oder? Mit Diamantblock und einem Goldblock. Ja. Geht. Ich hab Schleim gehabt, das erfahre ich nicht. Keine Ahnung, ich finde das ändert. Also, Triceratops, Sabercat, Pterosaurus. Ah, das war ein permanentes Safari-Netz, wie heißen die denn? Safari-Net, reusable. Ja. Na, dann bist du gelandet. Nee, das ist voll. Wo könnte ich das dir hingelegt haben? Theoretisch überall.
Ich hab das Single-Use, da war jetzt noch hier drin in der Kiste. Das ich nehme mir einen Goldblock raus, den letzten Diamantblock, den ich besitze. Wie weit sind wir eigentlich mit der Folge? Weil ich habe keinen Timer gestellt. 24 Minuten, also 24,50, ja. Okay. Diese Fluidict, kann man da irgendwas in Servo reinhauen oder sowas, damit die automatisch gehen, dass sie keinen Redstone-Signal brauchen? Servo-Lenkung auf jeden Fall. Die Fluidict. Oh, muss ich schauen. Was könnte ich mit dem Ding gemacht haben? So eigentlich gehen. Ich glaube, ich muss einen neuen Schleim suchen, meine. Oh, diese Legs hier auf dem Server, ey. Wann wurde denn das Server das letzte Mal neu gestartet? Schon eine Weile her, glaube ich. Deshalb wollte ich das mal machen. Letzte Woche irgendwann hast du das gemacht, Alex. Also wirklich, ey. So. Geht das so? So, ich hab die Kisten da gar nicht wieder reingepackt. Das heißt, ich bin irgendwann von den Kisten kannst du landen. Wie viel so ein Servo kostet, dann brauche ich davon ein paar mal eben schnell. Ist billig. Ja. Mhm. Leute, Servo. Ich kann mir keinen neuen Modifier machen. Wieso nicht? Ich habe einen Goldblock und einen Diamantblock, oder? Auch Glas habe ich doch nicht. Ein Diamant und einen Goldblock, nicht gleich ein Goldblock. Okay. Oh. Glas, Redstone, ich brauche hier nur für 13. Ja, gleich, ich gucke mal gerade in den Kisten durch, ob ich irgendwo die Kiste finde. Ah, ein Diamant und ein Goldblock, Skelett, oder was? Blaze, Pigman und blauer Schleim, okay. 15. Sind die anderen mal auch mit den Mobs spawnen, dass wir mal austauschen können? Das ist ja dann billig, ey. Idealerweise haben wir, glaube ich, Hexen und schwarze Skelette drin, ne? Was? Schwarze was? Skelette? Ja, in dem Spawner. Unten meinst du? Ja, genau. Ja, fangen wir mal mit, shit, ich hab kein Glas so mehr. Sunny, du hast gesagt, ich kann mir oben bei dir Sand holen oder was, ne? Ich bin so schnell, so, warte. Ja. Bist du gerade da oben irgendwo? Nein, ich bin unterwegs. Aber ich darf in dein Haus, ja? Ja. Das ist dieses Cobblestone, nee, dieses Brick Holzhaus, ne? Da war ich schon mal. Ist das das Brick Holzhaus oder welches ist das? An der weißen Treppe. Vorbei. Weiß Treppe, aber unten das Haus, ne? An der weißen Treppe, ja. Unten, ja. Sunny Cologne. Okay, in welcher Kiste hast du, Glas? Oh Gott. Ich hab's nicht sortiert. Wie viele Kisten war's? Oben oder unten? Oben. Unten sind nur leere stimmt. Kisten. Hier war das, genau. Okay, so. Gucken wir mal, ob wir irgendwo Sand oder was ist denn das? Der Mobspawner. Welches Obsidian hast du genommen? Das Haus sieht ja mittlerweile auch episch aus hier, oder? Crystal, oder? Crystal, ja, genau. Crystal ist das. Crystal Meth? Obsidian. Guckt er sich gerade unser Obsidian-Ding an, oder was? Ja. Was Hallo? Ist das eigentlich, wenn man... Ja. Das wird eine Mob-Essenz-Farm. Ah, okay. Sagt jetzt nichts, ne? Eine Farm, mit der sich niemand auskennt. Muahaha. Ja. So, jetzt hab ich was gesagt, was so hier wollte ich machen. Glas brauche ich, okay. Hast du gefunden? Ja, ja, hab ich. Danke. Zack. Zack. Ender. Da entsteht Mob-Essenz. Und mit Mob-Essenz, also oben zumindest. Wo bist du denn? Bist du nicht hier? Ne, bin hier bei Obsidian. Ja, da. So, also hier oben kommt noch Spawner hin. Hier werden Slime getötet. Mhm. Ja, also wenn sie hier runterfallen, dann werden die hier unten getötet. Und dann wird das aufgesammelt, hier ist Slime. Daraus wird Mob-Essenz gemacht aus den Slime links. Das kommt hier in den Tank, der hier unten ist. Warte. Hier, also hier ist ein großer Tank. Hier ist ja kein Glas, das ist ja ein Tank. Hier, ne? Kannst du nicht so, das befüllt den Tesseract. Mit dem Tesseract spawnen wir erstens oben wieder neues Schleime. Und unten, weil Schleime mehr Mob-Essenz geben, als sie verbrauchen, ne? Kann man hier unten noch irgendwas anderes spawnen. Zum Beispiel Wizard-Skelette oder so, was man will. Ah, okay. Oder halt Hexen. Weil Hexen ist eigentlich immer gut. Das ist natürlich Hexen geben halt Redstone und Glowstone. Aber warte, schmeiß mal irgendein Item gerade weg aus deinem Inventar. Schmeiß mal was irgendwo hier in den, wo? Schmeiß mal irgendein Item gerade auf den Boden mit Q. Das war zu weit weg. Wo hab ich denn ein Brötchen jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich es gerade vernichtet, oder? Ne, da ist es. Schmeiß nochmal weg, schmeiß mal hier hin. Schmeiß mal irgendwo da rein. Dahin. Ich weiß nicht, ob es noch nah genug dran ist. Ne. Ja, zumindest wenn die da hinten sterben. Und dann hier in der Nähe, also wenn die hier, dann droppen die ja hier hinten drin. Theoretisch. Und wenn dann hier, dann wenn du das wegschmeißt, dann verschwinden die einfach vom Boden. Cool, ne? Ah. Oh. Okay. Und die landen dann hier in der Kiste. Ah, so. Okay, und was habt ihr auf? Ah, was? Advanced Item Collector. Okay. Genau. Ja. Das sagt ja alles. Yes. So. Cool. Ach, Servos, da war ich jetzt dran.
Ja, und damit sind dann die ganzen Items von den Mobs dann auch da drin. Und die kann man sich dann irgendwo, weiß ich nicht, wohin pumpen lassen. Muss mal gucken. Oh, jetzt würde ich mal fragen, für was ihr die ganzen Grinder braucht. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich denk hier wahrscheinlich gerade. Also nach der Folge, wenn wir gleich fertig sind, wir sind drüber. Ja, wir sind drüber. Nee, noch nicht. Bis zum Schluss. Tschüss, bye. Bis dann, tschüss. Tschüss.